angekündigt und auch von euch gewünscht. Gibt es weitere Rezepte aus der Your Way Woche? Dieses Mal aus meinem At Work Kurs. Da hatten wir die Your Way Woche. Your Way Woche. Your Way Woche. To go. Und in dieser To go Woche ist zum Mitnehmen. Ich brauche es jetzt nicht mitzunehmen. Ich bin zu Hause. Ich habe Feierabend. Aber zum Mitnehmen ist hier asiatische Brokkoli-Schnitzelpfanne für 9 Smart Points. Fragt mich nicht, was mich geritten hat. Ich war heute Mittag beim At Work und ich habe das erzählt und ich sage, ich muss noch schnell einkaufen für hier Brokkoli-Rindfleischpfanne. Ich habe Rinderfilet gekauft. Ist ja nicht weiter tragisch. Also ihr könnt euch das denken, in jedem Rezept kann man ja variieren, wie man möchte. Und ich mag Rinderfilet und ich denke, Nudeln und Brokkoli und Rinderfilet passt genauso gut zusammen. Ich habe Hunger, mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Deswegen ersetze ich jetzt ein bisschen was. Ich habe auch gerade gesehen, ich habe keinen Ingwer und keine Schalotten. Dafür habe ich Zwiebeln. Ja, und Schweineschnitzel habe ich nicht. Dafür habe ich Rinderfilet. Und ja, ich nehme einfach ein bisschen weniger Nudeln. Dann passt das auch von den Punkten, weil ich will ein bisschen mehr Fleisch. Sambal Oleg habe ich auch nicht. Ich gebe mein Bestes. Es ist ein typisches Svenja, wir kochen gemeinsam Video. So, wir fangen an, indem ich erstmal die Nudeln mit heißem Wasser übergieße. Dann habe ich das nämlich schon hinter mir. So, ich mache ein bisschen Salz erstmal. So, dann können die nämlich ziehen. Das sind ja diese Mien-Nudeln, die braucht man nicht großartig zu kochen. Die lassen wir hier nur im heißen Wasserbad ziehen. So, ja, mit den Lichtverhältnissen kriegen wir das hin. Ich hell noch mal kurz auf. Zack. Ich weiß gar nicht, ob der wieder nachdunkelt. Kann ich jetzt so nicht sagen. So. Ja, das letzte Video kam ganz gut an bei euch. Wie alle anderen Videos auch. Also klar, sind immer ein paar Kommentare dabei, die es nicht so toll finden. Oder auch mal ein paar Däumchen nach unten. Ist so, muss ich mit leben, wenn ich die Videos im Internet hochlade. Ist das eine Folge dessen. Also es kann halt gefallen, aber es muss nicht gefallen. Ich will ja auch keinen zwingen und wem es nicht gefällt, ja Gott, der kann ruhig ehrlich sein. Dann ist es so. Also, Ingwer hacken und Schalotte würfeln. Brokkoli in kleine Röschen teilen. Schalotte haben wir nicht, Ingwer haben wir nicht. Nehmen wir eine Zwiebel. So, Zwiebel wieder in kleine Würfel. Das geht ja mittlerweile mit mir und der Zwiebel und den kleinen Würfeln. So, ich bin mal gespannt, ob die Pfanne reicht. Ich koche so gerne, in der Pfanne. Also ich kann ja nicht so gut kochen. Vielleicht liegt es auch daran. Ich mache so gerne One-Pot-Gerichte. Und am liebsten irgendwie alles in der Pfanne. So, mal gucken, ob das funktioniert. So, mit dem Brokkoli. Ich habe das Rezept ja gerade schon überflogen. Ich koche Brokkoli normalerweise in Gemüsebrühe. Mal gucken. Okay, da der Geschirrspüler an ist, habe ich keinen Teelöffel, sondern nur noch einen Marmeladenlöffel. Der wird ja auch funktionieren. Ich glaube, die Maßeinheit ist die gleiche. 2 Teelöffel Öl. Ich werde das Rezept neu berechnen. Von den Punkten her, das war jetzt ein bisschen viel. Ja, was gibt es sonst zu erzählen? Ich war heute beim At-Work-Kurs. Ich habe im letzten Video schon angesprochen. Ich habe einen At-Work-Kurs bei Rheinmetall Vosloo. Die Jungs und Mädels waren trotz der Osterfeiertage ganz tapfer auf der Waage und wir hatten eine durchschnittliche Abnahme von 1 Kilo. Und das, obwohl wir Ostern hatten. Also die sind echt super davor. Ich mag mich gar nicht trauen, aber die sind teilweise besser als im regulären Treffen. Liegt wahrscheinlich auch daran, weil man tagtäglich zusammen ist und sich unterstützen kann. Und vielleicht ist der Druck auch ein bisschen höher, ich weiß es gar nicht. So, das sind 150 Gramm Brokkoli. Im Rezept steht 250 Gramm. Okay. Die Stiele fallen ja auch noch weg. Ich schnibbel da mal ein bisschen was ab. Das sind erst 200 Gramm. Also fast den ganzen. Das ist ja Quatsch. Also nehmen wir einen ganzen Brokkoli. So. Einen ganzen Brokkoli. Hier sollte ich die Platte mal anmachen, damit wir auch vorankommen. So, einen ganzen Brokkoli. Und dann steht halt hier, und das ist ja auch im Rezept, Brokkoli in kleine Röschen teilen. Eigentlich nicht so meins, weil ich das eigentlich alles groß und grob esse, aber die werden nicht gekocht, die gehen mit in die Pfanne.
Probier sie mal klein. So, ungefähr. Die Paprika waren ja nachher auch gar nicht so knackig, wie ich das erwartet hatte. Wie zieht das dann relativ schnell nach? Vielleicht ist das hier auch gar nicht so, wie ich es erwarte. Mal gucken. Ja, bei mir läuft es zurzeit sehr, sehr gut. Also Ostern, klar. Ich hatte ja gesagt, ich hatte diese eine Osterausnahme bei Mutti am Montag. Und wir kennen das hoffentlich alle. Also beim At Work habe ich schon die Unterstützung bekommen. Wir kennen das alle. Wenn die Schokolade da steht, dann ist es doch schwer, Nein zu sagen. Also der Anfang war ganz gut. Ich habe Lachs und Ei und Frühstück und das war super. Und dann waren wir eine Runde mit Matzi spazieren. Und dann tüdelte sich so der Tag dahin und meine Mutter machte Kaffee und holte dann so das ein oder andere Leckerli auf den Tisch. Oh, da bin ich ganz ehrlich, ich wollte dann auch nicht an mein Handy gehen. Was heißt, ich wollte nicht? Das ist gar keine Ausrede. Ich bin einfach nicht an mein Handy gegangen und habe gescannt, sondern ich habe so gute 3, vielleicht auch 6 Schokoeichen so in mich reingeschnasselt. Naja, folgedessen hatte ich dann gestern Abend nicht mehr so wirklich Hunger. Hatte mir noch eine Gemüsepfanne gemacht und habe erstaunlicherweise heute Morgen gar keinen Hunger gehabt. Das heißt, ich habe vorm At Work eine Banane gegessen, weil ich noch so satt war von diesem gestrigen Gefuttere. Jetzt brauche ich mal hier mein Umrührlöffelchen. Ja, weil ich so satt war vom Gefuttere. Und ganz ehrlich, ich habe dann nach dem At Work, eigentlich wollte ich das direkt nach dem At Work kochen, aber dann hatte ich auch noch keinen Hunger, also habe ich es gelassen. Habe noch einen großen Tee getrunken, habe gearbeitet und jetzt so 19 Uhr, jetzt bekomme ich dann doch Hunger. Jetzt darf das Essen doch ruhig schnell gehen. Fertig in 30 Minuten, sagt das Ding. Also das sagt das Ding, sagt das Rezept, sagt fertig in 30 Minuten. Da haben die nicht mit mir gerechnet, aber okay. Wir gucken mal. So, Zwiebelchen sind angebraten. Ingwer müsste ich dazu geben und Schalottenwürfel, Brokkoli klein, Öl in einer Pfanne. Ach so. Okay, also erst das Fleisch. So viel wieder zu meinem Lesen und Verstehen. Wo packe ich denn jetzt die Zwiebeln hin? Ich hole mal kurz ein Tellerchen raus. So, dann kommen die Zwiebelchen zur Seite. Das ist ja jetzt nicht weiter wild. Es geht ja schon wieder gut los. Ich hatte mir fest vorgenommen, dass es besser wird. Hier in den Videos. So, das Fleisch muss ich aus dem Kühlschrank holen. Eine Sekunde. So, das habe ich frisch geholt bei Edeka. Ich hole ja nicht so oft Rinderfilet. Da habe ich dann auch gleich, er sagt, wie viel brauchen Sie? Ich so, ja, so ein Klumpen. Das sind 300 Gramm. Das ist wahrscheinlich viel zu viel. So, das ist wahrscheinlich viel zu viel. Gucken wir mal. 300 Gramm hat wahrscheinlich auch ordentlich Punkte. Das jetzt halbiere. So, Matzi, da guckst du, ne? Da bin ich zu geizig. Wie viel ist denn das jetzt? Das sind 140 Gramm. Wie kriege ich das denn geschnitten? Ich depp, ey. Naja, wie gesagt, noch ist kein Sternekoch vom Himmel gefallen. Oh Gott. Wahrscheinlich würden sich so manche jetzt vor der Kamera kaputt lachen oder mit mir mitleiden, ich weiß es nicht. Dünne Streifen. Da klebt dann schon Brokkoli dran. Na gut, das klappt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, aber es ist noch kein Profi vom Himmel gefallen. Oh, zart ist das. Mmh, ich mag ja Rind. So, was mache ich jetzt mit diesem Unfall hier? Dünner schneiden. Ja, Matzi, ich weiß, du würdest alles so essen, ne? Müsste gar nicht in die Pfanne. So. Ja, ich mag komischerweise kein Schweinefleisch, wenn ich weiß, dass es Schweinefleisch ist. Also so Nacken oder Steak oder so Schweinefilet mag ich vielleicht auch noch. Aber wenn es irgendwie geht, versuche ich das zu vermeiden. Einfach so eine Geschmackssache und auch von der Konsistenz.
tendiere ich eher zu Rind. So, jetzt wird es wieder laut, es tut mir leid. Ich brate das kurz an, packe den Rest dann doch nochmal in den Kühlschrank. Matzi, die Hoffnung stirbt zuletzt, ne? So, ich habe es ja eben bereits angesprochen. Ich muss eh nochmal neu die Punkte berechnen. Weil ich habe nur 50 Gramm Nudeln und nicht 60 Gramm. Und statt Rinderfilet habe ich, statt Schweineschnitzel habe ich Rinderfilet. So what? Wir gucken mal. So, Messer brauche ich glaube ich nicht mehr. Ne? Eigentlich ganz easy. Jetzt bis jetzt keine Herausforderung, für mich nur das Rezept lesen. Ah ja, und 2 Teelöffel Öl habe ich genommen anstelle von 1. Das war ja ein bisschen großzügig aus der Flasche rausgeschwupst. Hi! Oh, vielleicht. Wir haben ja so ein geiles Ding. Wie geht das? So. Das geht natürlich rucki zucki hier. Oh, ich könnte das jetzt schon so essen, ne? So. Den auch nochmal umdrehen. So, steht da irgendwas von Pfeffer und Salz? Öl in einer Pfanne, Schnitzelstreifen 4 bis 5 Minuten mit Salz und Pfeffer würzen und herausnehmen. Und dann kommen erst die Zwiebeln. Also, Pfeffer, eigentlich viel zu schade für so hoffentlich gutes Fleisch. Salz. So. Ich bin schon sauer bei dem Geruch. Ach, jetzt wird das alles wieder so laut hier. War eigentlich nicht angedacht. So. Fleisch nochmal zur Seite. Schalottchen, aka Zwiebeln, wieder in die Pfanne. Jetzt den Brokkoli dazu. Brokkoli. Ja, wird das doch wieder echt knapp mit der Pfanne, wenn ich das so sehe mit den Nudeln. So, Brokkoli. Brokkoli und Zwiebeln. So, ich räume meine Küche nachher selber auf. Alles wird gut. Ich gucke nochmal nach der Belichtung. Wenigstens, ja, wenigstens was erkennen sollte man ja. Auch wenn ich hier keine kulinarischen Meisterleistungen vollbringe. So, nochmal von vorn. Öl in einer Pfanne erhitzen, Schnitzelstreifen darin braten. Haben wir getan. Salz und Pfeffer herausnehmen, Schalotten wird. Dankeschön. Pfeffer und Würzen herausnehmen, Schalotten würfeln, Ingwer im Bratensatz kurz anbraten, Brokkoli-Röschen dazugeben, kurz mitbraten. Kurz, was ist das für eine Zeitangabe, kurz? So, kurz mitgebraten. Bevor jetzt die Zwiebeln schwarz werden, geben wir Gemüsebrühe dazu. Ah ja. Na, viel ist es nicht. Die schwimmen jetzt in so einer kleinen Pfütze, aber es ist ja auch so, ne? Beim asiatischen Essen ist es ja nicht so Machi Goreng wie bei uns, sondern das ist ja alles noch bissfest und hat Vitamine und Struktur. So, das Ganze braucht jetzt 10 Minuten. Wie man sieht, habe ich meine Uhr nicht um, weil die gerade auf der Ladestation ist. Das heißt, es ist jetzt, oh, es ist schon voll spät, es ist jetzt schon 20 nach. Also um 9:30 geht es dann weiter. Für euch das übliche Prozedere. Ihr bleibt dran und ich cleane hier kurz meinen Arbeitsplatz. Und weiter geht's. Wie unschwer zu erkennen an der dampfenden Pfanne sind die 10 Minuten um. Der Brokkoli ist wie angenommen, knackig und bissfest und die Gemüsebrühe ist verköchelt. Wenn ich die Dunstabzugshaube jetzt anmache, dann wird es für euch wieder laut. Also wir sind ja auch gleich am Ende. Das ging echt mega flott. Also für die Vorbereitung habe ich ungefähr, ihr seht es im Video, vielleicht 12 Minuten gebraucht. 10 Minuten sind wir bei 22 und jetzt ist es auch schon fertig. Denn Nudeln nach Packungsanweisung garen haben wir gemacht.
abgießen und mit Schnitzelstreifen und Gemüse erwärmen. Das sind 40 Gramm Mienudeln. Das ist ganz schön viel geworden. Passt gerade so. Das sind die Nudeln. Das ist das Rinderfilet oder auch Schnitzel, je nachdem, was man sich da ausgesucht hat. Und jetzt wird es kurz warm gemacht. Eigentlich ist es ja to go. Das heißt, ne, das wäre eigentlich ein Rezept, um das jetzt nur kurz warm zu machen oder gar nicht mehr warm zu machen und einzutuppern und für unterwegs mitzunehmen. Ich finde, das sieht mega, mega gut aus. So sieht es im Original aus, so sieht es bei mir aus. Das Ganze soll man jetzt mit Sojasauce und Sambal Oleg abschmecken. Tja, wer meine Videos kennt, ich bin ja nicht so der Abschmecke-Profi. Das war jetzt Sojasauce. Sambal Oleg habe ich nicht mehr, habe ich gerade geguckt, das ist leer. Könnt ihr so Chili-Pulver nehmen, aber oh, ich bin auch nicht so der Pulver-Fan. Fertig. 30 Minuten. Ich habe eben noch mal schnell in der App nachgeguckt. Also, das Originalrezept hätte 9 Smart Points. Ich komme jetzt mit Rinderfilet 3 Punkte. 3 Punkte fürs Olivenöl, weil ich gepatzt habe, oder Rapsöl. Sind auch 3 Punkte, sind 6 und die 40 Gramm Nudeln sind 4. Also ich komme auf 10 Punkte. Ein Punkt mehr, 10 Punkte für diese Riesenpfanne. Also sollte man doch satt werden von. Also ich könnte mir vorstellen, dass ich nur die Hälfte esse und die andere Hälfte morgen Mittag. Ach so, genau. Ich bin gebeten worden, das kam ganz gut an. Wir versuchen das nochmal. So sollte es aussehen. Und hier ist das Rezept, wenn die Kamera sich scharf gestellt hat. So, jetzt könnt ihr wieder einen Screenshot machen oder kurzes Video pausieren und dann habt ihr das komplette Rezept. Ja, ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ich bin wieder gespannt, wie es schmeckt, aber wie auch beim letzten Video, folgt jetzt natürlich erstmal das Instagram-Foto. Das heißt, es wird irgendwie halbwegs schön aufgefüllt. Naja, ich putze ja meine Küche Gott sei Dank selber. Es wird irgendwie halbwegs schön aufgefüllt, nett angerichtet, denn das Auge ist ja auch mit. Und vorm Probieren, guck mal, das ist jetzt erst ein Teller und hier ist noch so viel. Vorm Probieren wird ein Foto gemacht. Ihr Lieben, ich shoote, voll cool, ich shoote das noch kurz ab. Man ist ja heutzutage nur noch in dieser Online-Sprache unterwegs. Ich mache davon auf jeden Fall kurz ein Foto. Ich hoffe, euch hat auch dieses Video wieder gefallen. Wie auch beim letzten, bitte ich euch freundlich um ein Däumchen nach oben oder sogar ein Abo. Ihr findet mich immer noch auf Instagram, auf Facebook, im TuS Holtenau. Immer donnerstags, immer um 16 Uhr und um 18.30 Uhr. Wer sich ein Treffen mal anschauen möchte, ihr seid herzlich willkommen. Ja, mir bleibt wie immer am Ende eines Videos nicht mehr zu sagen. Mats, möchtest du in die Kamera? Wird das zur neuen Gewohnheit? Hallo, wird das... Oh, heiß. Hallo, das ist mein Essen. Matzis neue Gewohnheit am Ende eines Videos. Nein, ich wollte sagen, mir bleibt nicht mehr übrig, als zu sagen, besser essen, mehr bewegen, umdenken. Weight Watchers your way. Viel Spaß beim Nachkochen und danke fürs Zuschauen. Matzi? Ich wollte noch mal schnell den Abschluss filmen. Ich habe gerade gesehen, dass der Rest vom Video leider unscharf geworden ist. Das tut mir unheimlich leid, aber ich habe zu großen Hunger und auch irgendwie ist es, glaube ich, nicht mehr so wichtig, das in super scharf HD zu sehen. Instagram-Foto ist gemacht. Live probieren. Nudeln und Brokkoli und Rinderfilet. Das ist auch schwer, alles so gleichzeitig aufzupiksen. Oh, ich kriege es nicht hin. Also mittlerweile ist es auch nicht mehr ganz so warm. Matzi. Ich kann überhaupt nicht kochen. Ich kann nicht kochen. Aber wer das nicht kann, sorry, der kann gar nichts. Das ist ja mega lecker. Also, jetzt muss ich echt auf mein Sättigungsgefühl achten, sonst mümmel ich die ganze Pfanne leer. Wie gesagt, das ist jetzt auch der offizielle Schluss. Bis zum nächsten Mal. Ciao!